Guten Abend. Guten Abend. Geht's dir? Gut. Du bist als erster Mann ausgestiegen. Aus dem ersten Auto. Und ich habe direkt gedacht, okay, den Mann finde ich interessant. Als du mich das erste Mal geküsst hast, habe ich mich sehr gefreut und ein bisschen geärgert, weil eigentlich wollte ich dich küssen, aber ich habe mich nicht getraut. Erster. Erster. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich immer irgendwie deine Nähe gesucht habe und immer, wenn ich mit dir war, die Zeit einfach so schnell vorbei war. Wir haben die gleichen Vorstellungen von einer gemeinsamen Zukunft und ich finde dich wunderbar. Aber du bist nicht der Typ, den ich mir eigentlich vorgestellt habe. Hallo. Du siehst sehr gut aus. Als du aus dem Auto gestiegen bist, auf mich zugelaufen bist, habe ich mir gedacht, wow, was ist das für ein Mann? Als dann der erste Kuss bei uns fiel, ein realer Kuss, kein Filmkuss, hat sich bei mir emotional einiges verändert. Jedes Mal, wenn ich dich gesehen habe, war ich nervös. Ja. Die Blickkontakte, jedes Gespräch, ich hatte immer das Gefühl, wir kommen jedes Mal 1000 Schritte weiter. Ich habe danach das erste Mal für mich ausgesprochen, okay, Sharon, ich glaube, ich habe mich in diesen Mann verguckt. Ich habe hier ganz oft gesagt, dass ich meinem Herzen folgen muss und werde. Ich fühle sehr stark für dich. Aber mein Herz sagt mir, dass ich für einen anderen Mann noch ein bisschen mehr fühle. Und deswegen kann ich dir die letzte Rose leider nicht geben. Alles gut, nee, alles gut, okay? Wirklich. Du bist nicht der Typ, den ich mir eigentlich vorgestellt habe. Trotzdem liest du in mir nicht nur Schmetterlinge aus, sondern in meinem Bauch fliegen auch Flugzeuge herum. Jan, ich habe mich in dich verliebt. Und deswegen möchte ich dich fragen, ob du diese letzte Rose aus tiefem Herzen annehmen möchtest und Lust hast auf eine gemeinsame Zukunft mit mir. Das ist schön. Ihr wollt mehr von meiner Reise als Bachelorette sehen? Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren und zu den weiteren Videos gelangt ihr hier. Übrigens, eine Woche vor Ausstrahlung könnt ihr auf RTL Plus euch ganze Folgen anschauen.